das, was ich mir gewünscht habe. Endlich mal so einen Pass oder wie man das auch immer nennt. Lass mich nicht lügen. Ihr wisst schon, was ich meine. So. Hey Leute, ich bin's, der Claudio, und ihr seid hier auf meinem Kanal. Freunde, ich war lange nicht mehr in AdoptMe. Sehr, sehr lange. Wir schauen jetzt mal, was es im Hintergrund gibt. AdoptMe, AdoptMe. Sean will tauschen. Adoptiere den Glormy-Hund mit galaktischen Splittern. Neue Weltraumausrüstung für Haustiere, Galaxy-Helm. Schalte den Sternhüpfer durch Abschließen von Aufgaben frei. Ich war ziemlich lange nicht mehr in AdoptMe und wir schauen uns jetzt mal an, was es hier so gibt. Also ganz ehrlich, ich bin ehrlich zu euch. Das ist schon ein bisschen... Oh, was ist das denn? Sean's Ufo funktioniert nicht richtig. Haustiere altern doppelt so schnell und geben auf dem galaktischen Pass die doppelten XP-Menge. Was? Wir haben doppelte XP-Wochenende. Selbst das habe ich verpasst. Das gibt's doch jetzt nicht. Also, was habe ich hier noch alles verpasst? Doppelte XP-Wochenende. Das heißt, wir müssen noch mehr Gas geben dieses Wochenende. So, wir gucken jetzt mal. Öffne ein Geschenk. Brüte ein Ei aus. Okay, was ist denn jetzt der... Stormy-Pass oder was auch immer, das ist galaktischer Pass. Ah, das, was ich mir gewünscht habe. Endlich mal so einen Pass oder wie man das auch immer nennt. Lass mich nicht lügen, ihr wisst schon, was ich meine. So, ein Geschenk sollen wir öffnen. Was gibt es denn momentan zu kriegen, dieses Fahrzeug hier, ne? Dann öffnen wir mal erst das erste. Es ist ein Wooden Spoon, also eine... Ja, okay. Erfülle drei... Strandparty, Camping oder langweilige Bedürfnisse deiner Haustiere. Okay, das heißt, ich muss mein Haustier einfach... zuerst mal ein Egg. Also, was haben wir denn? Haben wir neue Eggs? Moment, lass uns mal schauen. Nee, neue Eggs dürften wir nicht haben, oder? Nee, immer noch die Garden Eggs sind es, glaube ich. So, was haben wir denn hier? Wir öffnen mal ein Wüsten-Egg. Komm. Also, ich habe jetzt wirklich mal nicht nachgeschaut, um zu schauen... was es hier jetzt so für neue Sachen gibt, also was die ganzen Updates hinter sich jetzt haben. Okay, wir haben hier so eine Giller-Krusten-Exe, okay. Ausverkauf, was ist, warum steht da ausverkauft? Okay, ne, wir lehnen mal ab. Die Rakete, an die kann ich mich noch erinnern. Fußballhaus auch, okay. Das heißt, dieser Battle Pass ist neu. Brüht sein Ei aus, habe ich jetzt auch gemacht. Das heißt, beim galaktischen Pass muss ich doch jetzt steigen. Ich krieg so Splitter. Was kann ich jetzt mit den Splittern machen? Man kann die sogar kaufen. Ja, was mache ich jetzt mit denen? Das ist jetzt die Frage, was mache ich mit den Splittern? Sag mal Splitter? Nee, Splitter. Sag mal natürlich Splitter. So. 15 Bedürfnisse meiner Haustiere. Das Gute ist, Freunde, ihr wisst ja, ich habe ja den Pass. Das heißt, ich kann zwei Haustiere gleichzeitig rausholen. Welches hole ich denn jetzt mal raus? Ja, komm, wir können ja einen Lavendeldrachen rausholen. Butter. Hier, guck mal, Regenbogendrachen, so. Die beiden haben wir jetzt draußen. Ah, schaut mal, hier gibt's doch was. Galactic Pass. Oh, Glormy. Ach, den kann man für 175 Splitter kaufen. Okay, das ist nicht schlecht. 175, hier kriegst du 40 Stück. Was, so teuer ist das? 175 Splitter kosten 1000 Robux. Ganz ehrlich, Freunde, spielt euch das Ganze lieber. Und in 5 Tagen, was ist das denn? In 5 Tagen kommt noch was. Oh, okay, in 5 Tagen kommt noch ein Pet anscheinend. Okay, warte mal, jetzt müssen wir uns das genau anschauen. So, galaktischer Pass. Ich meine, man kriegt irgendwie nur 1, 2, da kriegt man 2, da kriegt man 3, da kriegt man hier 10. Hm. Ich glaube, wenn man den Pass schaffen sollte, kommt man vielleicht da dran. Warte, wir können ja mal zählen. 1, 2... Ach nee, das sind nur 2. 4, 6, 9, 19, 22, 35, 35, 45, 51, 61, 66, 86. 86 kriegt man hier. Das heißt, du kriegst ja fast genau die Hälfte, also ungefähr die Hälfte kriegst du. Das macht doch irgendwie keinen Sinn. Das heißt, da muss man ja zweimal den galaktischen Pass erfüllen, sodass man dann die Splitter bekommt. Das ist aber richtig, richtig doof irgendwo auch, weil wie willst du sonst da rankommen? So, warte mal. Wir haben doch hier noch ein Item gehabt. Wo ist denn das Item? Wo war denn das mal das Item? Hier, das war doch die Heimkehr. Das war doch diese Heimkehr-Rakete. So, wir gucken mal. So, jetzt fahren wir damit mal nach Hause. Ey, warte mal. Ich habe keinen Platz genommen, Claudio.
Intelligenzo. So, nimm Platz auf der Rakete und starte die Rakete. So, jetzt fliegen wir nach Hause. Jetzt fliegen wir mal nach Hause mit der Rakete. Ey, warum backt es so rum? So, Freunde, ich bin jetzt in meinem Zuhause und das Zuhause kennt ihr ja hier. Das ist ja das Neue, was ich mir bauen habe lassen. Von dem Pro-Builder. Das ist eigentlich nicht so schlecht. Oh, endlich werden die Namen angezeigt. Das ist auch ein neues Update. Jetzt werden endlich die Namen angezeigt von den Pets. Also, die Namen wurden vorher angezeigt. Ja, aber jetzt die Namen, denen man den Pets gibt. Das finde ich richtig gut, weil jetzt kann man die endlich unterscheiden. Das heißt, wenn ihr eure Pets auswachsen lassen wollt, dann könnt ihr die einfach benennen. Und ja, dann wird das schon. Ach, und ich krieg noch was. Ach so. Ich krieg auch was mit galaktischem Pass. XP. Ach so, wenn ich Aufgaben erfülle, kriege ich auch XP. Gut zu wissen. Ach, man kriegt ja gar nicht doppelte. Ach, man hat nur beim galaktischen Pass doppelte XP und so weiter. Ich dachte, man hat jetzt bei den Pets auch. Nö, das ist ein bisschen blöd. So. Dann gehen wir mal wieder hier hin. So, ich lass das mal kurz. Butter. Butter hat Hunger. Okay, so. Wie, das war's jetzt schon mit dem Update? Also, der galaktische Pass ist eingeführt worden. Ja, okay, und jetzt weiter? Gibt irgendwelche Minigames, sonst was? Das kann's ja nicht sein, oder, Freunde? So, ich gehe mal jetzt hier und guck mal. Also, ich spreche jetzt mal mit Dr. Hart und schau mal jetzt, ob hier die Aufgabe erfüllt wird. Dieses erfülle drei Strandparty-Camping oder Langweile-Bedürfnis deines Haustiers. Langweile, hä? Ist doch. Das war das doch. Also, obwohl, es war jetzt nicht Langweile. Ja. Gut. Wie? Und warte, ich guck mal jetzt mich weiter um. Also, das war's jetzt. Das Problem ist, ich glaube, ich habe auch eine Woche das Update verpasst. Das heißt, ich muss dann Kahn und Danja fragen, dass die mir vielleicht ja, das Pet geben, was ich verpasst habe. Oder was auch immer zu der Zeit oder zu dem Zeitpunkt rauskam. Das müssten die mir auf jeden Fall mal geben. Oder wäre nett von denen. Aber ich gucke jetzt mal. Also es gibt kein neues Minigame. Nee, ich habe jetzt auch mal geschaut auf der offiziellen Adopt-Me-Seite. Nee. Also ich habe eigentlich gar nicht so viel verpasst, sehe ich gerade. Ich habe eigentlich, ja, die Joke-Boxes, also diese lustigen Boxen, habe ich auch noch mitbekommen. Das heißt, ich habe eigentlich jetzt nur 2 Wochen diesen Pass hier oder diesen galaktischen oder überirdischer Sommer, diesen galaktischen Pass, den habe ich halt verpasst. Ja, das ist das neue Event. Was heißt verpasst? Es läuft ja noch. Also das heißt, ich kann den dann noch zu Ende machen. Das ist eigentlich ganz cool. Oh, okay. Was da? Das sieht schon ein bisschen gruselig aus. Also es ist auf jeden Fall etwas mit, also etwas mit UFOs zu tun, mit Aliens. Das ist doch schon mal cool. Ja, das heißt, das ist schon mal praktisch, aber das war's jetzt. Also ich meine, für Leute wie mich, die halt wirklich viel Adopt Me zocken, ist das eigentlich ganz cool, weil das wird halt belohnt, wenn ihr dann viel zockt. Das ist, finde ich, wiederum eine coole Sache. Aber ich hätte mir jetzt ein bisschen mehr gewünscht. Vielleicht ein Minigame oder so. Ich meine, gut, zu viele Minigames auf einmal ist jetzt auch nicht richtig, aber ich weiß nicht, Freunde. Was sagt ihr dazu? Was sagt ihr dazu, Freunde? Wie gefällt euch der Battle Pass? Warte mal, hier gibt es doch irgendwas Neues. Oder ist es wegen dem Wetter wieder? Warte mal. Gibt es hier wieder Papageien zu ziehen? War das irgendwas Papagei? Amazonas-Papagei? Nee, das war doch bei tropischem Wetter. Wobei, ist das nicht tropisches Wetter? Doch, ihr habt recht. Wir können wieder die Papageien ziehen. Warte mal. So, Sammelalbum. Wir gehen mal jetzt rein und gucken mal jetzt. Papa. Ja, der Diamond-Papagei fehlt mir halt immer noch. Das ist der Legendäre. Der fehlt mir. Das gibt's doch nicht. Was kostet hier so einer? 169. Habe ich nicht noch welche? Warte mal. Goldene. Was war das jetzt? Ja, goldene. Nee, habe ich nicht. Ja, vielleicht sollte ich mal ein Video machen, wie ich hier wieder versuche, die Papagei zu öffnen. Oder Papagei zu kriegen, eher gesagt. Das könnte ich ja mal machen. Aber ja, vom neuen, ja, Battle Pass nenne ich das jetzt mal. Oder vom galaktischen Pass. Halte ich tatsächlich schon viel, weil ich das schon ziemlich cool finde. So, ich setze mich mal zurück. Ich versuche jetzt nochmal die letzten Aufgaben hier zu machen von denen, weil dann, nur er will eine Aufgabe, was? Pata will ja gar keine Aufgabe machen. Weil dann kann ich jetzt mal sehen, ob wir weiter steigen werden. Das ist eigentlich ganz cool, weil dadurch lässt sich ja der Battle Pass schnell zu Ende bringen, wenn man aktiv spielt. Das wiederum ist sehr, sehr cool. So, wir haben jetzt nur... Hä, wie wenige Punkte haben wir denn bekommen, lol. Das wäre jetzt ein bisschen enttäuschend. Wir haben jetzt irgendwie nur 8 Punkte oder so. Oder 8 XP nur bekommen. Was soll das denn? So, wir schauen mal jetzt. Wir haben 32. Jetzt haben wir 20 EP bekommen. Das ist wiederum ein bisschen komisch. Na gut. So, jetzt schauen wir mal wieder.
Also das verstehe ich doch nicht mit. Ja, da unten stand 20 XP. Jetzt kriege ich wahrscheinlich wieder 20 XP. Ja. Nicht mehr durstig. Oh, und er ist. Okay. 20 XP. Dann holen wir das jetzt ab. Jetzt haben wir 2, oder? Jetzt müssten wir 2 Splitter haben. Das wiederum kommt mir halt zum Vorteil, dass ich halt 2 Pets gleichzeitig auswachsen lassen kann. Das heißt, beim überirdischen Sommer-Event, oder eher gesagt für den galaktischen Pass, hilft mir das ziemlich, weil ich kann 2 Pets, ja, die auswachsen lassen und dadurch kriege ich ja schneller XP als ihr. Das wiederum ist cool. Freunde, was sagt ihr zum Update? Was habt ihr hier schon erlebt im Update? Was habe ich verpasst? Schreibt es in die Kommentare. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.